los geht's. Ja, wir sind heute Morgen kurz vor 6 Uhr auf der Baustelle gewesen. Ein Kollege von uns hat dann den Bagger von der Baufirma, die vor Ort war, den Bagger übernommen. Und wir haben dann an dem Punkt, der uns angezeigt wurde, nach unten uns gegraben, kann man so sagen. Und normalerweise müsste er nach einem Meter oder anderthalb Meter, wäre der Punkt da gewesen, der Verdachtspunkt. Und wir sind über 2 Meter tief nach unten gegangen und so weit links und rechts, wie es uns möglich war. Haben dann in 7 Meter Tiefe noch einmal Sondierungen durchgeführt von Hand. Natürlich auf einer sehr geringen Suchstufe, weil ja sich dort noch die Bohrpfähle und die Verbauträger sich befinden. Und deshalb haben wir noch mal so 1,5 bis 2 Meter tiefer sondieren können und haben nichts festgestellt. Auch von dem Boden her, von den Schieferplatten, war nichts zu erkennen, dass sich dort in diesem Bereich irgendwie mal eine Bombe befunden hätte. Können Sie da was dazu sagen? Wie lässt sich so eine Diagnose dann erklären? Ja gut, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn die private Kampfhörerfirma hier wäre. Da könnte man ihn fragen, auch bei solchen Sondierbohrungen kann es unter Umständen auch mal sein, dass man vom Oberboden bei dieser Bohrung was von oben mit nach unten zieht. Und da dann natürlich das misst dann nachher. Weil diese Bohrungen werden dann so 6 Meter tief in den Boden eingebracht, werden dann mit PVC-Rohren verrohrt. Und dann lässt er da in 6 Meter Tiefe diesen Gradiometer, diese Bohrlochsonde nach unten und misst dann von unten nach oben, weil man verwendet das ja immer, wenn man Oberflächenverunreinigungen hat. Und dann hat er natürlich was gemessen, hat dann angeblich mehrere zusätzliche Bohrungen gemacht, um den Punkt genauer lokalisieren zu können. Vorher hieß es mal, ich weiß jetzt nicht, das sind im Moment also diese Gerüchte, Mineralien, die da irgendwie sich ballen. Könnte unter Umständen auch sein, dass dementsprechend das Gestein dann auch anzeigen, aber es war eigentlich immer dieser graue Schiefer. Wir haben nichts anderes gesehen. Also das kann natürlich auch sein, dass sowas mal anzeigt. Also wir haben auf der Schwäbischen Alb oder in Ulm haben wir sehr viel von diesen Schichten, wo das sehr gut anzeigen, aber jetzt hier habe ich sowas jetzt nicht gesehen. Also für uns ist das jetzt auch nicht alltäglich, dass wir morgens und nach morgens um 4 Uhr aufstehen, ja, um hier zu sein. Aber die Familie freut sich jetzt, dass sie halt wieder nach Hause kommen und dass sie jetzt den Sonntag genießen können. Ja. Also wir haben weit über 100 Polizeibeamte im Einsatz gehabt heute, um für die Sicherheit hier in Göppingen zu sorgen. Es gab keine Schwierigkeiten im Einsatz, soweit kam es ja gar nicht, denn die Kampfmittelräumer haben relativ frühzeitig schon festgestellt, dass hier keine Bombe im Boden liegt. Insofern waren auch keine Maßnahmen zu treffen, die hätten zu Schwierigkeiten führen können. Wie sind Sie damit vorgegangen? Ja, wir haben uns vorbereitet, schon seit Wochen vorbereitet, seit bekannt war, dass hier eine solche Maßnahme zu treffen ist. Diese Vorbereitungen sind natürlich sehr umfangreich, aber wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Es gibt viele Städte in unserem Bereich, wo unter den Folgen des Krieges noch heute leiden, wo eben solche Bomben noch in den Böden liegen, wo solche Sondierungsmaßnahmen zu treffen sind, wo auch immer wieder Verdachtsfälle dann genannt werden, sodass Vorbereitungen zu treffen sind für solche Evakuierungen. Insofern haben wir als Polizei dort Übung. Was für uns dann immer gut ist, ist, wenn man dann auch diese Vorbereitungen zusammen mit einer Stadt und den Rettungsdiensten einer Stadt dann in aller Ruhe durchführen kann. Und es zeigt sich immer wieder, dass die Behörden im Sicherheitsbereich, wie jetzt eine Stadt und die Polizei, die Rettungsdienste, Feuerwehr, hier sehr gut zusammenarbeiten. Und so war es auch hier in Göppingen. Die Zusammenarbeit war sehr gut und führt dann eben auch zu einem guten Ergebnis in der Zusammenarbeit. Und wenn sich am Ende herausstellt, dass dieser Verdachtsfall unbegründet ist, dann ist das für uns trotzdem ein gutes Ergebnis, dass wir dann sagen können, die Vorbereitungen haben funktioniert und wenn es mal zum Ernstfall kommt, muss sich niemand Sorgen machen, für die Sicherheit ist gesorgt. Ja, die Information der Bürger lag in der Zuständigkeit der Stadt. Die Stadt Göppingen hat diese Informationen gestreut.
die Stadt als Ortspolizeibehörde ist ja auch verantwortlich dafür, entsprechende Maßnahmen vorzubereiten, Allgemeinverfügungen zu erlassen. Und das hat die Stadt auch getan. Und sie hat auch sehr, sehr gut und umfangreich die Bürgerinnen und Bürger informiert. Auf Facebook kam jetzt zum Beispiel die Kritik, dass von der Polizei keine Durchsage gemacht wurde. Ja, wir als Polizei sind nur sekundär zuständig in diesem Bereich. Das heißt, es ist gar nicht unsere Aufgabe, hier vorbereitend tätig zu sein. Wir unterstützen die Stadt in diesem Bereich. Deshalb ist diese Kritik unberechtigt. Wir nehmen sie gerne zur Kenntnis, aber man muss eben auch wissen, dass die Zuständigkeiten woanders liegen. Wir machen es dann so, dass wir mit unserem Facebook-Auftritt, mit unseren Twitter-Maßnahmen dann die Nachrichten der Stadt Göppingen teilen. Und das haben wir ja auch getan im Vorfeld.